Hallihallo miteinander und ganz herzlich willkommen zu meinem 249. Kreativtipp. Hier wieder live aus meinem Bastelatelier Sabrinas Kreativecke in Würlingen. Wer es glaubt oder nicht, heute in der Woche ist schon Karfreitag. Da ist es extrem früh und darum zeige ich euch noch so ein bisschen eine Last-Minute-Idee, wie ihr kleine Heu-Osternestchen gestalten könnt. Wenn ihr noch Material braucht, bis Ostern lange es nicht mehr, aber es ist die letzte Chance, noch Sachen aus dem Osterflyer zu bestellen. Auch beispielsweise die mega schönen Isis-Temp-Ornamente sind noch nicht mehr verfügbar und die finde ich gehen das ganze Jahr. Also unbedingt noch schnell in den Osterflyer reinschauen und wir euch in Bestellung bis am Sonntag um 12 Uhr durchgeben, damit ihr dann diese Sachen sicher noch habt. Ja, aber jetzt legen wir los mit dem Kreativtipp. Ich wünsche viel Spass. Und zwar brauchst du verschiedenste Sachen. Zum einen Heu. Ich habe jetzt hier Osterheu, aber ihr könnt auch, wenn ihr Haustiere daheim habt, die Heu brauchen, auch hier Heu nehmen. Es muss also nicht das hier im kleinen Säckchen Deko-Heu sein. Klarsichtfolie, der Design Freezer. Dann habe ich noch Hemdchen. Mir bereitgelegt und so ein Mini-Windlicht. Die Mini-Windlicht gibt es ja an einem bestimmten Stellbetrag auch als Kundengeschenk oder man kann sie kaufen. Und das Coole an denen ist auch, man kann sie auch zum Backen brauchen. Sie sind nämlich ofenbeständig. Das heisst, da innen könnt ihr sogar Schokoküchli backen. Aber jetzt, also ja, zum Toasterhaken Schokolade dann zu verwerten. Aber jetzt fangen wir doch an, gerade mit dem Kreativtipp. Und zwar tue ich mir als allererstes das Windlicht hier mit Klarsichtfolie auskleiden, damit hier alles geschützt ist für das, was noch ankommt. Das heisst, innenfür muss es wirklich komplett mit Klarsichtfolie ausgekleidet sein. Und dann legen wir nämlich los. So. Der Design Freezer, der kommt in so einer 500ml Packung daher und ich habe den jetzt 1:1 mit Wasser gemischt und so ist er etwa 6 Monate haltbar, so viel länger. Also tun einfach so mit nur so viel anmischen, wie ihr auch wirklich braucht und dann tue ich mir hier jetzt den Heu nehmen. Und ich hoffe, ich komme jetzt gerade nicht einen Fnuchsanfall über. Weil Heu und ich sind aber nicht so Freunde. Und dann würde ich das Licht verkleinern, einfach so, dass es sicher nicht allzu grosse Stückchen hat. Beziehungsweise die, die so ein bisschen stabiler sind, dass die auch wirklich kleiner werden. Die anderen, die beugsam sind, spielt es nicht so eine Rolle. So, und jetzt kommen die Händchen zum Einsatz. Weil es ist eine klebrige Angelegenheit. Man bringt die Hände schon sauber. Aber es ist einfach viel angenehmer, wenn man noch ein Tänzchen abziehen kann und ich euch das weiter zeigen kann. Also, jetzt gehen wir hier mal an und nehmen das Heu und tun das mit dem Design Freezer Wassergemisch hier einkneten, dass das schön untereinander ist. Selbstverständlich könnte ich das auch in dem Döschen, das ich jetzt angemischt habe, machen. Dann ist es einfach so, dann müsst ihr es noch komplett ausspülen. Waschen und erst dann wieder für weiter brauchen. Weil wenn es natürlich Heu drin hat, kann man es sonst für nichts mehr anders brauchen. So, jetzt seht ihr, es ist ganz weiss geworden. Und das Heu tue ich jetzt hier in mein Windlicht ein. So, und gegen raus drücken, damit eben auch wirklich ein kleines Nest entsteht. So, und das Ganze muss man jetzt sicher mal 24 Stunden trocknen lassen. Dann kann man es sonst auch noch aus dem Windlicht wieder rausnehmen und klar sich Folie wegnehmen und nachher umgekehrt noch einmal trocknen lassen. Das funktioniert auch. So, die Händchen tue ich jetzt hier mal auf die Seite. Und hier habe ich euch auch einen Zeitraffer vorbereitet. Dann kann man das Ganze nämlich dann mit der Klarsichtfolie zu der Form auslösen, Klarsichtfolie abziehen und dann hat man so ein herziges kleines Osternestchen, wo man kann beispielsweise mit kleinen Schoki-Eili befüllen und dann als Tischdeko auf den Tisch tun oder bei jedem Platz vom Osterbrunch so eins an tun. Also wirklich mega herzig, also sehr natürlich gestalteter Ostertisch. Ja, ich hoffe, du bist inspiriert von dieser Idee. Und wie gesagt, wenn du Material brauchst, unbedingt bei mir melden. Am Sonntag, am 12. Uhr, mache ich die letzte Sammelbestellung für diesen Monat. Und dann ab
April gibt es dann den Sommerflyer. Und ich war ja letzte Woche in Berlin und ich habe schon gesehen, was es dort so drin hat. Und ich schwärme. Also ihr dürft echt gespannt sein, was es im Sommer so alles gibt. Jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Freitagnachmittag, genießt die Sonne, habt ihr Sorge, bis gleich und schönes Wochenende. Tschüss miteinander.